Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Angezockt Faria. Ja, wir spielen die nächste Runde gegen Gauron. Wir haben gerade im ersten Teil das Angezockt, habe ich euch das Spiel ein bisschen erklärt. Wir haben 20 Kartenpacks gezogen, damit wir ein Startdeck haben. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt ins nächste. Ich habe jetzt die Schildkröte mal ausgelassen, denn die war ja Level 10, die war dann doch etwas heftig. Hier haben wir Level 3. Ich glaube, ja, wir fangen auch vorne an, wo man wirklich im Level noch klarkommt. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, sollte das nachholen, weil ich dort wirklich das Spiel erkläre und ja, ihr sonst bei dem ja vielleicht ein paar Probleme habt, das zu begreifen. Deswegen, ja, guckt euch Teil 1 gerne nochmal an und ja, ich würde sagen, wir starten. Ich möchte die Karten nicht ziehen, ich möchte nochmal neu, weil 7... Und der 6. Ja, das sieht schon besser aus. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. So, mein Zug. Ich bin dran. Wir haben Hungersnot für alle Kreaturen. Dings zu. Wir machen mal ein Wüstenfeld. Gleich mal. Jupp. Nächster Zug. Mal gucken, wie der gute Gauron spielt. Wir sind, er beherrscht die Wüste sozusagen. Ich glaube, die Berge. Rotes Berge. Genau, da setzt er schon den ersten Berg. Letzte Worte, das ist schon mal cool. Den setzen wir wieder zum Brunnen. Und... Cool, ich glaube, das wird sogar ausgelöst. Ja, da kriege ich eine fliegende Dings und konnte eine Karte ziehen, korrekt. Hungersnot wollen wir jetzt nicht. Wir machen den nächsten Zug. Ja, wie gesagt, macht mega Spaß, das Spiel. Und, ja, ich werde hier und da gelegentlich noch eine Runde spielen, auch wenn ihr das nicht vielleicht nicht sehen wollt bei der Abstimmung im ersten Teil. Wie gesagt, weiß ich ja jetzt noch nicht, was bei rauskommt. Aber gucken wir mal. So, wir brauchen auf jeden Fall... boah, der ist aber echt gut. Krass. 3,5. Hm, nicht schlecht. Wir brauchen auf jeden Fall... Mit dem können wir fliegen, machen wir 5 Schaden. Dann könnte ich den schon mal wegballern. Weil er könnte genauso angreifen. Schwierig, schwierig. Okay, pass auf, wir gucken mal. Halsabschneiderin haben wir auch noch. Die können wir setzen, machen wir auch. Und, ja, das machen wir auch. Ja, ich gehe auch direkt drauf. Der ist ganz schön aggressiv, finde ich. Ich glaube, er hat eine aggressive Spielweise. Also er geht gleich drauf. Er bunkert sich nicht hinten ein, so wie das die Schildkröte gemacht hat. Und, okay, gucken wir mal. Ja, yep, nächster Zug, du bist dran. Ratte, die Ratte des Imperiums, Gauron. Ah, ich hasse diese Dinger. Füge einer Kreatur einen Schaden zu. Boah, warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe voll die Idee. Jetzt können wir den spielen. Wenn sie stirbt, kriegt er 2 Schaden. Okay, wir machen dem Schaden. Machen dann das und somit kriegt er 2 Schaden. Bam! Läuft. Knurr, sagt er. Mm, jetzt hat er hier noch einen mit Leben 5. Den ziehen wir mal hier rüber. Hungersnot, nee. Hungersnot kann ich jetzt nicht spielen. Dann kriegen nämlich alle Kreaturen einen Punkt Schaden und dann werden die beiden hier gleich mal weg. Ah, okay, er will angreifen. Ja, macht er 3 Schaden. Den werden wir jetzt gleich mal wegholen. Okay, boah, die brauchen wieder... So, den ziehen wir hier rüber. Mal, der hat 5 Leben. Wenn wir jetzt hiermit angreifen und hiermit angreifen, dann wären die beiden weg, aber er wäre auch weg. Ja, komm, das machen wir. Boah, und er kriegt halt immer was dazu. Krass. Warum? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum kriegt er immer was dazu? Kriegsbestie der Kobolde. Warum kriegt er da immer... Das checke ich nicht ganz. Hungersnot nützt mir nichts. Okay, weiter. Nächste Runde. Ich will gerne den haben, wo ich wieder 4 Felder kriege. Okay, jetzt haut er ab. Jetzt, ey, der setzt den nochmal, was? Hast, der macht 5 Schaden, glaube ich. Ne, 3. Wir ziehen auf jeden Fall mal noch eine Karte, oder? Ja. Der kann nur daneben. Der hat auch Spott. Der beschützt mich vor dem auf jeden Fall erstmal. Hm, Hass, Hungersnot.
Ne, Hass hebe ich mir auf, den platziere ich vorne irgendwo, wenn ich den dringend brauche, die Angriffspunkte. Ja, er hat schon einfach mal 5. Okay, jetzt hat er noch 2 Trefferpunkte. Den müssen wir auf jeden Fall, den haue ich mit dem da einfach weg. Gabe fügt allen angrenzenden Feindlichen 2 Schaden zu. Hehehehe. Putz, weg ist er. Ah, verdammt, den hätte ich ja hier reinhauen können. Egal. Okay, jetzt müssen wir echt mal überlegen. Was brauche ich denn noch? Ich brauche auf jeden Fall Gras. Beziehungsweise Wald. So, jetzt können wir den hier setzen. Gewährt einer Kreatur Spott. Ach, nee, ist ja gar nicht, das ist ja nur so ein Zauber. Hast. Setzen wir jetzt Hast? Ne. Das hebe ich mir noch auf. Boah, ich glaube, der setzt das, weil man dann kann man hinter einem feindlichen Dings noch setzen. Boah, wieder so eine blöde geheime Anführer. Natürlich dem, war klar. Boah, jetzt muss ich überlegen. Gib mir am besten mal noch eine Karte. Cool, der hat Schutz. Schutz finde ich gut. Kommt der da schon mal nicht vorbei? Wir gewähren ihm auch mal noch. Ne, machen wir nicht. Hast. Schwierig, schwierig. Gewährt einer Kreatur Spott. So. Der kann fliegen, Alter. Den könnte ich bis hier vorschicken. Das nützt mir gerade alles nichts, was ich spielen kann. Den Hass, den hebe ich mir, wie gesagt, noch auf. Jetzt gucken wir mal. Der wird den jetzt bestimmt angreifen. Und der muss ja den angreifen. Oder er geht wieder zurück. Ah, er beendet seinen Zug. Krass. Okay, cool. Jetzt können wir den machen. Ignus, die Flamme des Ursprungs. Füge immer, wenn du eins wählst, dem Gegner einen Schaden zu. Wie viel hat der? Der hat nur 2 Angriff. Aber wie gesagt, die anderen, dieses nützt mir alles nichts. So, wir gucken mal, dass wir hier irgendwie... Der könnte den jetzt angreifen. Das ist natürlich auch blöd. Der macht 3 Schaden. Der kriegt dann 5 Leben dazu. Auf jeden hier voll mein Bollwerk. So, weiter du bist. Schwierig, schwierig. Gar nicht so einfach. Hat er schon mal sein Schild weg. Somit hat er nur noch 4 Leben. Mit den beiden stürme ich jetzt auf jeden Fall vor. Cool, immer wenn ich einen Wald platziere, kriegt er plus 1. Könnte den jetzt töten, aber mache ich nicht. Ne, ich will die vorholen. Gib mir mal noch eine Karte. Ziehe eine Karte und erhalte 4 Leben dazu. Die Leben hebe ich mir noch auf, weil der mich gleich angreift. Komm, hier unseren kleinen Pipan, den können wir ja auch hinsetzen. Fünf Schaden. Der hat 6 Leben, das ist scheiße. So, weiter, du bist dran. Das ist auf jeden Fall was für zwischendurch hier, ey. Ja, schon greift er mich an. Jetzt holen wir uns die 4 Leben zurück. Kümmerlicher Gott. Ah, was ab? Oh, jetzt hat er einen Spott. Klar, jetzt setzt er den da oben, damit ich den angreifen muss. Immer wenn diese Kreatur Schaden zufügt, fügen wir dem Gegner denselben Schaden zu. Boah, die ist auch richtig nice.
Okay, jetzt holen wir uns eine Karte und 4 Leben dazu. Halsabschneiderin. Ich habe keinen Mana mehr. Ich kann nur noch eine Karte ziehen oder mir einen Weg nach vorne bauen. Der hat 5 Angriff, dann ist der weg. Der ist eh kacke. Ich brauche noch einen Wald. Weil der ist eh... Die Karte ist... Ich brauche viel zu viel Land. Gib mir eine Karte, scheiß drauf. Auch nicht das Wahre. Ne, heb den mal noch auf. Naja, mal gucken, was er macht. Er wird mich jetzt nochmal angreifen, denke ich. Mit dem hier unten. Wie er abgeht. Boah, das ist auch mies. Immer wenn der jetzt kämpft, kriegt er plus 2 Mana. Ich brauche Mana, 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 Mana. Eine Kreatur, die nur ein Leben hat? Nö. Haben wir die beiden schon mal zerstört? Der könnte jetzt den weg... Ja, komm, scheiß drauf. Immer wenn diese Kreatur gegen eine andere kämpft, da frage ich mich, warum er da trotzdem was dazu bekommt. Ja, keine Ahnung. Den hauen wir weg und jetzt brauche ich auf jeden Fall noch Berg, habe ich schon 3. Aber was hat denn der für eine Gabe? Er hält Angriff und Leben in Höhe des einer beliebigen Kreatur. Ist auch doof. Können ihn jetzt auf jeden Fall erstmal angreifen. Erstmal alles nach vorne platzieren hier. Und ich will noch eine Karte. Nützt ja nichts. Och, natürlich die Karte. Jetzt habe ich schon 2 Karten auf der Hand, die ich nie spielen kann. Obwohl, ich brauche nur 5. Boah, jetzt muss ich echt überlegen. Ich brauche nur 5. Das probiere ich dann. Ich habe noch nie den scheiß Meteor benutzt. Jetzt muss ich den angreifen, der hat Leben 1. Ha, ich kann den nur mit dem oder dem angreifen. Ja, komm, scheiß drauf. Zack. Er hat noch 7. Das Imperium wird das nicht vergessen. Muhaha. Jetzt habe ich aber Angst. Es ist ja wie bei Ark Fragezeichen. Das Imperium droht mal wieder. Spaß. So. Fernangriff. Sehr schön. Den will ich auf jeden Fall haben. Mit dem greifen wir schon mal an. Fernangriff. Den kann ich da ansetzen. Dann kann ich aber keinen angreifen, logischerweise. Weil mein eigener davor steht. Ah, jetzt bin ich ja gespannt, wie das... Wir können jetzt den... Da brauche ich aber auch 12 dazu. Okay, krass. Füge allen Feindlichen 2 Schaden zu. Okay, es gibt nur einen Feindlichen. Den Bogenschützen. Jupp, den hauen wir mal dahin. Der kann in der nächsten Runde den abschießen. So, nächster Zug. Ich habe im Gefühl, dass wir gewinnen. Aber ich will nichts zu laut sagen. Platziere zufällig die letzte Worte. Jo, dahin. Den können wir da angreifen. Jetzt hat er noch ein Leben. Noch eine Runde und wir sind fertig. Den machen wir den kaputt. Ja, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Gib mir mal noch eine Karte. Vielleicht haben wir noch irgendwas Cooles. Spott. Ne. Den jetzt hoch bewege, kriege ich dann den Mana? Ja, das Mana, wie auch immer.
Ah, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Schade, ich wollte nochmal den Meteor ausprobieren. Aber da brauche ich 12 Mana. Der hat nur noch ein Leben. Ich könnte natürlich jetzt das Mana sammeln und den Meteor mal ausprobieren. Einfach damit wir mal sehen. Der ist böse hier. Den machen wir gleich mal weg. Boah, ich hätte das nicht machen sollen. Ich hätte es echt nicht machen sollen. Na gut, dann marschieren wir mit dem hier nach vorne und dann machen wir den da weg. Gib mir mal noch eine Karte. Bauernjunge. Ja, spielen wir auch gleich. Hier hinten. Yep. Boah, was macht er jetzt? Na gut, ich habe eh gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Ich kann mit dem jetzt hier angreifen. Aber ich hätte schon gerne den Meteor gespielt. Warte mal, wenn ich das nehme, dann habe ich plus 1 in 10. Die kann ich nicht bewegen. Schade. Ich krieg auch den Dings hier nicht mehr. Ich hätte mir gerne den Meteor angeguckt. Mach mir das jetzt. Riskiere ich das? Was kann der machen? Der kann den weghauen. Komm, wir zögern das jetzt noch heraus. Ich lasse mir eine Karte geben. Den kann ich sogar spielen. Er hält immer, wenn irgendeiner deiner Kreaturen kämpft. Boah, den muss ich jetzt noch spielen. Dafür kriege ich da dann den. So, wie gesagt, ich will unbedingt diesen Meteor sehen. Tut mir leid, aber ich brauche den jetzt. Bam, so kriegt der nämlich voll Leben. So, jetzt haben wir 9, 10. Warte mal, hatte ich doch auch hier. Kampf, füge allen feindlichen. Naja, ich heb das jetzt auf, dann haben wir nächste Runde auf jeden Fall. Der kann eh jetzt nichts machen. Außer noch ein paar Monster spielen. So, weiter. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, ihm Zeit zu lassen. Er will jetzt natürlich den hier kaputt machen, ist mir klar. Komm, beende deinen Zug. Platziere einen Berg. Oh, ein Fernkämpfer. Ja, yeah, ich kann Meteor machen. Oh, die hat ja auch noch zwei nebeneinander. So, Meteor bewirkt. Wähle ein Feld, zerstört alle Kreaturen, Strukturen und Länder auf diesem Feld und daran angrenzenden Felder. Dann mal das. Dann macht er die beiden weg. Das, dann macht er nur die beiden weg. Das macht er auch die beiden weg. Gar nützt nicht viel. Ich mache einfach den hier. Wie gesagt, ich will den mal sehen. Ach, da macht er auch die Felder weg. Ja, krass. Krass, okay. Stimmt. Stand auch da, logischerweise. Spott. Dann kann er den da nicht angreifen. Und jetzt wählen wir noch eine Karte. Hä? Wir können jetzt den da kaputt machen. Dann kriegen wir 4 Schaden. Ja, machen wir auch. Scheiß drauf. Er kriegt das ja wieder. Er zwar auch, aber egal. Beende den Zug. So, jetzt machen wir ihn aber kaputt. Jetzt kriegen wir noch irgendeinen. Jetzt legen wir den hier oder so. Den hauen wir dann dahin. Und dann können wir ihn angreifen, die Runde drauf. Ja, ihr seht schon, so ein Spiel kann sich auch hinziehen, wenn man halt eine Runde Bock auf irgendwas hat. Ja, dahin. Dann können wir den dahin. Jetzt kann er den kaputt machen, aber ist nicht schlimm.
Und den ziehen wir jetzt nach oben und den dahin, damit wir den Brunnen kriegen. Ja, wenn die beiden jetzt Richtung zu dem marschieren, dann ist das gegessen. So. Kriegt er wieder Energie dazu, der ist weg. Voll geil, der kriegt jedes Mal wieder Leben dazu. Oh, jetzt rüstet er auf hier, jetzt will er auf mich gehen. Ja, das spielt halt sehr offensiv, man merkt das voll. So, mein Zug. So, den hauen wir dahin. Mit dem stehen wir wieder nach vorne. Mit dem genauso. Und wir wählen noch eine Karte. Ach, weil mein Deck leer ist. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Na gut, ich habe hier vorne zwei richtig starke, aber cool, dann kämpfen wir mit dem hier mal noch schnell. Der macht einen Schaden. Scheiß drauf. Greifen wir den einfach an, dann kriegt der hier nämlich wieder Bam dazu. Wow, die ist jetzt auch richtig OP. Da fehlt mir halt die zwei Wasserdinger hier noch. Da müsste ich hier zwei Wasserdinger setzen, aber das lassen wir jetzt. Stimmt, weil ich keine Karten mehr habe, ich Trottel. Da hätte ich mal ein bisschen gucken müssen. Naja, wie auch immer. Gewährt einer Kreatur... Okay. Ja, Digi, du hast verloren. Du hast jetzt hier... Guck mal, der hat einen Zehner. Der macht dich jetzt einmal weg. Der gibt dir einen Hit, Junge. Uppercut. Und weg bist du. Ach so. Nein, ich hab's wieder geklickt. Ah, weil ich immer, wenn ich... Ich hab's voll im Kopf drin, wenn ich wenig Karten hab. Jetzt habe ich dreimal in der Folge... Oh Gott, verzeiht mir bitte. Ich sehe jetzt schon die Kommentare. Bist du blöd? Du kriegst jetzt dreimal, obwohl du keine Karten mehr hast. Nö, nö, nö. So, mach mal kaputt. Weil wir machen erst den kaputt. Und mit dem machen wir jetzt den kaputt. So, da haben wir gewonnen. Butz. So, dann würde ich sagen, habt ihr nochmal einen Einblick ins Spiel erhalten. Ja, hab's ein bisschen herausgezögert, weil ich den Meteor nochmal sehen wollte. Wie gesagt, im ersten Teil des Angezockts seht ihr oben rechts wieder eine Umfrage. Würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt und mir sagt, wie ihr das Spiel findet. Und ansonsten sehen wir uns zu einem nächsten Video, nächsten Angezockt, wie auch immer wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Ciao.